Wir kommen jetzt tatsächlich zum Tagesordnungspunkt 3 einer weiteren Aktuellen Stunde zum Thema Bürgerbeteiligungssatzung der Landeshauptstadt, überschrieben Mitsprache für ist ein Bürgerrecht. Hier ist Einreicher Bündnis 90 Die Grünen und Herr Lichti startet. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ein wichtiges Thema, ein Thema, mit dem sich der Stadtrat schon seit über einem Jahr in seinen Gremien befasst. Leider kommt es heute erst dazu, dass wir uns auch hier im Hohen Hause dazu unterhalten können. Deswegen hat meine Fraktion zunächst eine Aktuelle Stunde eingereicht, um auch die Debatte nachher im Einzelnen vorzubereiten. Denn aus unserer Sicht geht es um nichts weniger als um die Frage, ob dieser Stadtrat die politische Kraft aufbringt, tatsächlich eine demokratische Reform der Dresdner Kommunalverwaltung anzuschieben. Denn um nicht mehr und nichts weniger geht es. Sie wissen, wir haben lange diskutiert über die Stärkung der örtlichen Vertretungen. Wir haben es geschafft, die Stadtbezirksverfassung einzuführen. Wir haben es geschafft, auch die Direktwahl einzuführen, die jetzt am 26. Mai zum Glück zum ersten Mal stattfindet. Und das ist aus meiner Sicht schon jetzt ein großer Erfolg, wenn ich einfach sehe, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich jetzt zur Wahl stellen auf allen Parteilisten. Also da werden teilweise 20, 25 Leute dafür aufgestellt pro Parteiliste. Das finde ich, ist schon ein Erfolg, der uns recht gibt und der uns auch ermutigt, hier bei der Frage der Demokratisierung der Dresdner Kommunalverfassung weiter voranzuschreiten. Wir haben also jetzt die örtlichen Vertretungen gestärkt, aber wir müssen, das ist unsere feste Überzeugung als grüne Fraktion und die Fraktionen der Linken und der SPD unterstützen das auch, wir müssen auch den Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar selbst das Recht geben, außerhalb der Strukturen eines Stadtbezirksbeirats, eines Stadtrats, einer Partei oder einer Fraktion politisch tätig zu werden. Das gibt es bisher in der Stadt nicht. Wir haben bisher das Thema Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Da geht es um Sachentscheidungen. Aber es gibt noch den ganzen großen Bereich der sogenannten Partizipation oder Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern an Entscheidungen der zuständigen Gremien. Und genau darum geht es bei der Bürgerbeteiligungssatzung. Wir befinden uns damit in einer Diskussionslage, die seit 20, 30 Jahren in ganz Deutschland geführt wird. Es gibt viele Kommunen, die haben entsprechende Bürgerbeteiligungssatzungen bereits eingeführt. Hier in Sachsen war die Stadt Görlitz vor 3 Jahren führend und hat dort eine Bürgerbeteiligungssatzung eingeführt. Aber in ganz Deutschland ist das ein Thema. Wir haben uns im Jahre 2014/15, als wir in den Prozess gestartet sind, auch an dem Modell der Stadt Heidelberg orientiert. Wir haben jetzt einen langen Durchlauf gehabt durch die Stadtbezirksbeiräte und ich bin sehr froh über diese Debatten, die wir dort führen konnten. Die waren oft sehr detailliert, sehr engagiert. Und wir haben immerhin in Pieschen, Loschwitz, Neustadt, Altstadt, Plauen, Cotta, Mobschatz, Kossebaude, Plasewitz und Schönborn Zustimmung dazu erreicht. Wir haben in den anderen keine Zustimmung erreicht. Und ich möchte auch sagen, warum das so gekommen ist aus meiner Sicht. Leider gibt es offensichtlich eine Stallorder, oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, seitens der CDU und der FDP-Fraktion, sich über dieses Thema nicht zu diskutieren, sondern es abzulehnen. Und es war für mich immer sehr klar zu spüren, funktioniert da jetzt die Stallorder bei der CDU oder sind die Kolleginnen und Kollegen auch in der Lage, selbstständig zu denken und zu diskutieren? Und ich persönlich fand die Debatte in Loschwitz sehr spannend. Da haben wir nämlich dann wirklich nach einer ganzen Weile auch die Kollegen von der CDU und von der FDP, Herr Wosnitzer war das, dann überzeugen können, dem dann zuzustimmen. Ich bedauere also sehr, dass sich die CDU und die FDP trotz dieses langen Prozesses über ein Jahr hinweg einer Debatte verweigert hat. Sie haben auch nicht teilgenommen im Oktober letzten Jahres an der Arbeitsgruppe zwischen Verwaltung und Stadtratsfraktion. Ich muss sagen, Herr Gilke war der Einzige von der rechten Seite des Hauses, der wenigstens einmal teilgenommen hat. Von der CDU und der FDP hat man niemanden gesehen. Wir glauben tatsächlich, dass die Bürgerinnen und Bürger das Recht haben sollten, außerhalb der Parteien einen geordneten Einfluss auf die örtliche Politik und auf die Stadtpolitik auszuüben. Und ich sage ganz offen, ganz klar und ganz deutlich, wir als Grüne wollen damit bewusst das Politikmonopol der Parteien und der Fraktionen durchbrechen. Dies entspricht unseren grünen basisdemokratischen und grundrechtlichen Grundvorstellungen. Und ich sage auch, eine solche Satzung ist heute gerade in Dresden besonders notwendig, denn es sind völkische Kräfte wie Pegida, AfD und die neuen rechtsgewendeten sogenannten Freien Wähler, die Demokratie und Grundgesetz bewusst verächtlich machen.
Diejenigen sind es nämlich jeden Montag, die die Legitimität demokratischer Verfahren im Namen eines naiv-identitären Politikverständnisses in Frage stellen. Und ich glaube, wir glauben, wir können dem nur glaubhaft begegnen, indem wir die Möglichkeiten und die Rechte der Bürgerinnen und Bürgerinnen selbst stärken. Nur so erhalten die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich mehr Einfluss. Aber auch nur so haben sie die Chance, tatsächlich die Komplexität politischer Entscheidungen und widerstreitender Interessen auch verstehen zu lernen. Wir brauchen also dringend eine Stärkung der Beteiligungsmöglichkeiten. Und ich sage Ihnen auch, wer dieses Modell ablehnt, der hat nicht verstanden, dass die letzten Entscheidungsrechte des Stadtrats und des OB gerade nicht angetastet werden. Wer dem nicht zustimmt, der hält das Parteienmonopol des derzeitigen Systems der politischen Willensbildung für ausreichend und er möchte auch keine Macht abgeben. Und derjenige traut den Bürgerinnen und Bürgern die Kraft zur Selbstorganisation und zur eigenen Meinungsbildung nicht zu. Wir vertrauen den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich beteiligen wollen, dass sie sich beteiligen können und dass sie eine erhebliche Stärkung, eine geradezu eine Frischzellenkultur, Frischzellenkur für unsere Dresdner Demokratie sein können. Deswegen bitte ich Sie, nachher auch in der Debatte sorgfältig zu diskutieren und am Ende unserem Entwurf zuzustimmen. Vielen Dank. Wir starten in der Fraktionsrunde. Es beginnt die CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das ist schon ein beachtliches Kunststück, was Herr Lichti hier vorgetragen hat, die Bürgerbeteiligungsproblematik dann mit Pegida zu verknüpfen. Also, um bei der gebotenen Sachlichkeit vielleicht zu bleiben, natürlich ist niemand gegen Bürgerbeteiligung. Wie denn auch? Weshalb denn auch? Nur die Frage an der Sache ist, und das ist immer so ein gewisses Denkmuster, wo dann der ein oder andere nach meinem Dafürhalten einfach nicht mehr rauskommt. Wenn man hier etwas ablehnt, und das werden wir tun, dass man dann gegen Bürgerbeteiligung ist. Man muss doch erst einmal das, was hier beabsichtigt ist, auf den Prüfstand bringen, um das Ziel, was damit erreicht werden soll, auch tatsächlich erreicht werden kann. Und ob Aufwand und Nutzen, das sage ich ganz bewusst, in einem vernünftigen Verhältnis stimmen. Und da möchte ich drei Aspekte ausführen. Das erste sind formale Aspekte. Was Sie in der Bürgerbeteiligungssatzung dort geschaffen haben, und ich nenne das durchaus ein bürokratisches Monstrum, mit Unterschriften, das ist ja angelehnt an die Bürgerentscheidsparagraphen und Einwohnerversammlungsparagraphen in der Gemeindeordnung, dass man eine gehörige Anzahl von Unterschriften braucht, jedenfalls stadtweit. Bei den Stadtbezirksräten und Ortschaften ist es dann einfach weniger. Und dann geht eine bestimmte Maschinerie setzt sich in Bewegung. Brauchen wir das? Bürgerbeteiligung? Wir haben die Petitionen. Wir haben dann aber auch die Möglichkeiten des Bürgerentscheides. Wir haben, ich sagte schon, die Möglichkeit von einer Einwohnerversammlung. Das gibt es alles schon. Meine Damen und Herren, und wer die Arbeit des Petitionsausschusses kennt, der weiß, dass das von allen sehr ernst genommen wird. Und Herr Lichti, in diesem Zusammenhang, die Stichwort Bürgerinitiativen, die sich zu bestimmten Punkten, die in der Diskussion sind, gründen, die eine bestimmte Ausrichtung haben, etwas Bestimmtes wollen, haben Sie gar nicht erwähnt. Weil das ist ein Punkt, und dann komme ich zu dem nächsten Aspekt, nämlich praktische Aspekte. Es gibt gar kein praktisches Bedürfnis dafür, meine Damen und Herren. Es müsste, wenn Sie recht haben, dass Bürger sich nicht beteiligen können, wie auch immer, und damit etwas sie ausgeschlossen sind von einem Verfahren der Stadtverwaltung, dann ist das ja etwas, wo man dann sagen müsste, die Stadtverwaltung wäre in der Lage, irgendwie etwas im Geheimen zu machen und plötzlich, oh Wunder, ist es dann da und kommt es und das kommt rüber. Meine Damen und Herren, jetzt werde ich mal ein bisschen polemisch. Der Letzte, der das versucht hat, ist Herr Schmidt-Lamontagne gewesen mit der Albertstraße und das ist kläglich gescheitert. Deswegen, es gibt doch, es ist, sagen Sie mir, ein Vorhaben in unserer Stadt, was nicht in der Anfangsphase derartig transparent ist, dass es nicht sofort zu Diskussionen Anlass gibt und wer sich dort nicht ausreichend wiederfindet, da ist die Bürgerinitiative ganz schnell dabei. Ich erinnere nur dann mit Petitionen, die sich gebildet hat und da kann ich auch nur sagen,
der Bürgerinitiative, die diesen großes Wohn- und Sozialwohnhaus, Hochhaus am Käthe-Kollwitz-Ufer wollte, ist ja dort erfolgreich gewesen. Das ist Bürgerbeteiligung par excellence. Und zwar so, wie es in unbürokratischer Weise sehr effektiv passiert. Wir haben überhaupt kein Regelungsbedürfnis dafür, meine Damen und Herren. Und den theoretischen Überbau, den Sie gebildet haben, Herr Lichti, der existiert de facto nicht und schon gar nicht. Und der Zusammenhang ist einfach unsinnig, wenn Sie da mit bestimmte politische Erscheinungsformen, die weder Sie noch ich für wünschenswert halten, hier meinen, da konterkarieren zu können oder in die Schranken weisen zu können oder was auch immer. Meine Damen und Herren, es gibt eine komplette Disproportion zwischen dem, was ich als ein bürokratisches Monstrum nenne, und dem, was an praktischer Politik rauskommt. Und da komme ich zu dem dritten Aspekt. Ein solches Verfahren, wie es hier in der Satzung beschrieben wird, muss sich bewähren. Und bewähren tut sich ein solches Verfahren eben nur dann, wenn es im Konfliktfalle nützt. Und das ist das Gegenteil der Fall, meine Damen und Herren. Dieser Antrag ist bestenfalls gut gemeint, aber er ist eben nicht gut. Und das ist genau dasselbe. Mit diesem bürokratischen Monstrum können Sie maximal eine Empfehlung machen. Und wenn sich dann Bürgerinitiativen in einer Art und Weise jenseits der Parteien bemüht haben und dann kommen sie in den Stadtbezirksbeirat oder in den Stadtrat und die Stadträte bzw. Stadtbezirksräte sagen, es tut uns leid, wir müssen das Gesamte im Blick haben oder welche Argumente sie auch immer haben, dass sie dann sagen, wir folgen eurem Empfehlung nicht. Das Erste und das Einzige, was sie dann erzeugen, ist Frust. Und dass das einfach negativ, dann eine negative Auswirkung hat auf das, was sie eigentlich wollen, nämlich Bürgerbeteiligung. Wer gesagt hat, ich mache doch hier nicht diesen Aufwand und nachher, ja, sofort Herr Oberbürgermeister, ich mache hier so einen Aufwand und nachher wird das alles weggewischt mit irgendwelchen Argumenten, die ich nicht akzeptiere. Und da, meine Damen und Herren, ist das beste Beispiel der Bürgerentscheid zur Waldschlösschenbrücke, der von Rot-Rot-Grün ignoriert worden ist. Da ist der Bürgerwille nichts. Der erzählte gar nichts. Man hat versucht, das zu verhindern, wie es immer gewesen ist. Deswegen, ich komme zum Fazit, meine Damen und Herren, wir brauchen den Antrag nicht. Wir brauchen starke Ortschaftsräte und wir brauchen starke Stadtbezirksräte. Die sind vor Ort und die nehmen den Bürgerwillen auf. Deswegen werden sie nämlich gewählt, weil sie vernetzt sind. Und hier findet die praktische und effiziente Bürgerbeteiligung statt. Und das sollte nach unserem Willen auch der Sache nach, wegen der Effizienz auch bleiben. Deswegen lehnen wir diesen Antrag ab. Vielen Dank. Wir setzen fort mit Fraktion Die Linke, Herr Engemeyer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Damen und Herren des Stadtrates, verehrte Gäste im Saal, im Stream oder dann später vielleicht auch aus dem Archiv gesehen. Wir wollen heute in dem Antrag, der dann als nächstes behandelt wird, ein Stück mehr Demokratie einführen. Wir wollen einen rechtlich durch Satzung gesicherten Anspruch auf sachunmittelbare demokratische Beteiligung einführen. Aber lassen Sie mich einen Schritt zurückgehen. Welche Kritik wird denn im Moment an den bestehenden Bürgerbeteiligungsverfahren geäußert? Da hört man nämlich durchaus einiges. Von manchen Einwohnern werden sie als Alibi-Veranstaltung kritisiert. Von der Verwaltung manchmal als, na, wir machen da was, wir wissen aber gar nicht, ob jemand kommt. Manchmal kommt auch niemand zu einer Einwohnerversammlung oder zu einer Bürgerbeteiligung. Andererseits wird kritisiert, dass die bisher bestehenden Formate der Bürgerbeteiligung viel zu starr sind. Die Einwohnerversammlung bietet der Verwaltung ein gutes Podium, Informationen an die Bürgerschaft zu geben. Sie gibt auch ein Podium für Rückfragen, vielleicht sozusagen auch für Anmerkungen, für eine gesteuerte Diskussion, für ein Wechselspiel aus Vorschlägen, Verbesserungen und konstruktiven Vorschlägen bietet sie tatsächlich nicht das richtige Forum. Deswegen stellen wir heute, wenn der Rat dem so zustimmt, die Bürgerbeteiligung vom Kopf auf die Füße.
Wir haben dazu den Weg durch alle Gremien dieses Stadtrates gewählt und, der Herr Lichti hat es schon angeführt, wenn man die einzelnen Voten zusammenführt, haben wir damit zumindest mehr Zustimmungen als Ablehnungen bekommen. Mit auch einigen einstimmigen Voten ohne jegliche Ablehnung. Dem vorgeschaltet waren intensive Beratungen mit seitens der Verwaltung, wo wir auch mit der Verwaltung versucht haben, einen Konsens zu finden. Denn, ja, wir wissen auch, es gibt Kompetenzen des Stadtrates, es gibt auch Kompetenzen des Oberbürgermeisters. Und dieser Weg einer neuen, demokratischeren Beteiligung der Bürger, den können wir nur wirklich effektiv gehen, wenn da beide Seiten miteinander in dieselbe Richtung laufen. Denn sonst führt es vielleicht tatsächlich bei den Bürgern zu mehr Verwirrung oder eben zu Unstimmigkeiten in den Prozessen. Das Wichtigste, und das ist das, was ich bereits am Anfang ausgeführt habe, ist aber, Bürgerbeteiligung darf nicht mehr nach Gutsherrenart gewährt werden. Es darf nicht sein, dass erst dann Bürgerbeteiligung, eine Einwohnerversammlung oder wie auch immer gewährt wird, wenn in irgendeinem Gremium des Stadtrates die dort vertretenen politischen Vertreter der Meinung sind, ach, hier machen wir mal Bürgerbeteiligung. Das hat nämlich ganz klare Nachteile. Und diese Nachteile lassen Sie mich einfach die als Vorteile der Bürgerbeteiligungssatzung formulieren. Diese Bürgerbeteiligungssatzung spart Kosten. Sie spart Kosten, weil wir Bürgerbeteiligung genau da machen, wo sie von den Bürgern gewünscht wird. Wir machen eben keine Alibi-Veranstaltung aus, naja, wir haben uns jetzt hier mal gedacht, hier könnte es nötig sein, sondern wir machen sie genau da, wo die Unterschriften zusammengekommen sind für das jeweilige Format, wo die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt der Meinung sind, beteiligt uns, wir wollen hier gehört werden, lasst uns zu dieser Frage arbeiten. Sie beschleunigt auch Vorhaben. Warum beschleunigt sie Vorhaben? Ja, ganz einfach, wie läuft es denn bisher? Mit dem, was Herr Brauns angeführt hat, dass wir ja als Rat auch mal eine Einwohnerversammlung beschließen können. Das läuft so. Wir kriegen als Gremium des Stadtrates eine Vorlage. Diese Vorlage wird bei uns diskutiert, vermutlich kontrovers diskutiert, denn sonst findet meist so ein Antrag auf Einwohnerversammlung ja eben gerade keine Mehrheit. Aber was passiert denn dann? Dann passiert während des Gremiumlaufes plötzlich, okay, wir machen erstmal eine Einwohnerversammlung. Die Entscheidung wird also aufgeschoben. Und das heißt, dass dieses ganze Verfahren sich vermutlich um diese Einwohnerversammlung, durch diese Einwohnerversammlung dann noch mehr verschiebt. Hiermit drehen wir dieses Verfahren um. Wir haben eine vorzeitige Information der Bürgerschaft über die Verfahren. Die Einwohnerversammlung oder ein Forum oder eine Bürgerwerkstatt, die kann schon stattfinden, lange bevor die Gremien des Stadtrates überhaupt sozusagen sich beraten. Es können schon frühzeitig die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung mit einfließen und wir können so auch zu schnelleren Verfahrensenden kommen. Bürgerbeteiligung, das ist sachunmittelbare Demokratie statt stiller Post und, da müssen wir auch uns manchmal selbstkritisch angucken, Besserwissertum. Denn es gibt in der Bürgerschaft sehr, sehr viele Bürger, die verstehen auch was von Sachthemen, die hier diskutiert werden. Natürlich gibt es bei uns hier in dem Stadtrat sehr viele Bau-, Verkehrs- und Experten aus ganz verschiedenen Gebieten. Aber da draußen in der Stadt gibt es auch noch ein paar andere Menschen, die davon sehr, sehr viel verstehen. Und wir tun etwas Gutes, wenn wir denen ermöglichen, an unseren Entscheidungen sich zu beteiligen und das frühzeitig und mit nicht so starren Instrumenten, wie sie Herr Brauns vorschweben. Den Rest dazu würde ich dann gerne in der Diskussion zum Antrag ausführen. Danke und stimmen Sie zu. Als nächstes für die SPD-Fraktion Herr Triefs. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wer entscheidet denn aktuell, ob Bürgerinnen und Bürger in Dresden beteiligt werden? Normalerweise ist es die Stadtverwaltung in Form des Oberbürgermeisters oder der beigeordneten Bürgermeister oder es sind wir hier in diesem Ratssaal, wenn wir darüber entscheiden, ob Einwohnerversammlungen oder Bürgerversammlungen stattfinden. Wenn wir ehrlich sind, passiert das normalerweise oft viel zu spät und erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Meistens muss sich in der Bürgerschaft immer erst großer Protest regen, bevor in den politischen Gremien oder auch in der Verwaltung darüber nachgedacht wird,
ob eine Einwohnerversammlung oder eine anderartige Bürgerbeteiligung stattfindet. Meistens passiert das erst, wenn beispielsweise die Informationszettel zum Baubeginn einer Straße ausgeteilt werden in der Nachbarschaft und die Menschen darauf aufmerksam gemacht werden oder wenn eine Satzung kurz vorm Beschluss hier im Stadtrat steht. Gute Bürgerbeteiligung sieht aber anders aus. Gute Bürgerbeteiligung setzt bei den Planungsgrundsätzen an. Sie setzt bei den Zielbestimmungen von kommunaler Politik an. Sie beginnt bereits frühzeitig, wenn die Verfahren gerade erst anlaufen oder die Themen gerade erst anlaufen. Denn das bietet auch für die Menschen die Chance, sich dauerhaft zu beteiligen und nicht erst ganz zum Schluss, wenn eigentlich alles schon zu spät ist, wenn eigentlich alles schon feststeht und man niemandem mehr weiterhelfen kann. Und ein positives Beispiel dafür haben wir in der jüngeren Vergangenheit erlebt. Das ist der ganze Prozess rings um das Königsufer, wo bereits als die Planungsziele und die grundsätzliche Gestaltung dieses Areals debattiert wurde, eine sehr umfangreiche Bürgerbeteiligung stattgefunden hat. Insofern freue ich mich, dass auch bereits in der Stadtverwaltung da an verschiedenen Stellen ein Umdenken stattgefunden hat. Bürgerbeteiligung ist auch nicht gleich direkte Demokratie. Bei der Bürgerbeteiligung geht es darum, dass Verwaltung, Politik und die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sich gemeinsam an den Tisch setzen, dass informiert wird, dass sich ausgetauscht wird, dass ein Diskurs stattfindet, alles mit dem Ziel, möglichst einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen und eben nicht, wie mal bei einer direkten Demokratie, sich auf knappe Mehrheitsentscheidungen zu verlassen. Es geht darum, tatsächlich gesellschaftlich zusammenzukommen und nicht zu spalten. Und ich glaube, der Wille nach mehr Bürgerbeteiligung ist in unserer Stadt deutlich erkennbar und deutlich zu spüren. Die Menschen haben an ganz vielen Stellen vor allen Dingen das Bedürfnis, mehr Informationen zu bekommen, Erklärungen zu bekommen, warum die Verwaltung etwas plant, warum die Politik etwas plant. Sie wollen gehört werden und sie wollen, dass ihnen auf Augenhöhe begegnet wird. Die allerwenigsten Menschen wollen irgendwelche Vorhaben verhindern. Sie wollen sie normalerweise mitgestalten und dazu geben wir ihnen bisher zu wenig die Möglichkeit. Herr Dr. Brauns hat uns gerade erklärt, es gibt ohnehin genügend Instrumente für Bürgerbeteiligung und außerdem gäbe es ja in der Bevölkerung auch überhaupt gar kein Bedürfnis nach mehr Bürgerbeteiligung. Da frage ich mich ehrlich gesagt, ob Sie im selben Dresden wohnen wie ich. Da kriege ich ganz, ganz andere Sachen mit. Die FDP wird uns dann wahrscheinlich im weiteren Verlauf dieser Aktuellen Stunde erzählen, dass Autobeteiligung wichtiger ist als Bürgerbeteiligung. Und die AfD wird mal wieder das Wort Bürgerbeteiligung als Deckmäntelchen nutzen, um gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aufzuhetzen und Mehrheitsentscheidungen gegen benachteiligte Minderheiten damit durchzusetzen. Die SPD gemeinsam mit ihren Partnern von Linken und Grünen wollen eine frühzeitige Beteiligung bereits bei den Planungszielen und Planungsgrundsätzen. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und wir wollen nach Möglichkeit einen Konsens schaffen. All dies wird und kann mit der Bürgerbeteiligungssatzung gelingen. Es wird Zeit für einen Paradigmenwechsel in der Bürgerbeteiligung in Dresden. Es wird Zeit, dass wir endlich den Bürgerinnen und Bürgern das Recht geben, selbst zu entscheiden, wann und in welcher Form Sie zu den aktuellen Themen beteiligt werden wollen. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu der folgenden Bürgerbeteiligungssatzung. Als nächstes ist die FDP-Fraktion an der Reihe. Herr Cornelius. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, mit der von der Fraktion der Grünen beantragten Aktuellen Stunde und dem vorliegenden Antrag auf eine Bürgerbeteiligungssatzung gelingt es Ihnen von der rot-rot-grünen Kooperation leider wieder ein Beispiel für das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit in der Politik zu setzen. Ich könnte auch anders formulieren und von Sonntagsreden sprechen. Wenn man das Handeln, das Sie an den Tag legen, in der praktischen Politik vergleicht mit den hehren Ansprüchen. Herr Kollege Lichti, wenn ich Sie Ihre Eingangsbemerkung richtig in Erinnerung behalten habe,
dann sprechen Sie davon, dass es um nicht weniger ginge als um eine grundlegende Demokratisierung der Dresdner Kommunalverfassung. Und Herr Kollege Drees, Sie sprechen von einem Paradigmenwechsel in der Bürgerbeteiligung. Ich frage mich, geht es nicht eine Nummer kleiner? Das Auseinanderfallen von Anspruch und Wirklichkeit, das ist das, was auch zur Politikverdrossenheit führt. Und ich versuche mich dem Kunststück von Herrn Lichti anzuschließen und den Bogen zu schließen zu Bürgern, die in vielleicht unpassender Weise und vielleicht auch am unpassenden Tag der Woche ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Zu Beginn der Amtsperiode dieses Stadtrates hätten Sie Gelegenheit gehabt, sich dem Bürgerbegehren für mehr verkaufsoffene Sonntage anzuschließen und ihm zu entsprechen. Sie hätten das Bürgerbegehren zulassen können. Dann gab es aber eine interessante Rechtsauffassung, hinter der Sie sich, wie ich sagen würde, versteckt haben. Es fehlten ganze 850 Unterschriften. Und selbst wenn Sie recht gehabt hätten und tatsächlich 850 Unterschriften fehlten, haben Sie doch den klar erkennbaren Wunsch der Bürger nach einer Entscheidung in der Sache, nach einer Anhörung, nach der Möglichkeit mitzubestimmen, die in über 20.000 geleisteten und anerkannten Unterschriften zur Geltung kam, in ein Ratsbegehren übernehmen können. Stattdessen haben Sie das Bürgerbegehren durch Mehrheitsbeschluss für unzulässig erklärt. So funktioniert Bürgerbeteiligung jedenfalls nicht. Hier erfolgt nicht die Gewährung von Bürgerbeteiligung, sondern die Versagung nach Gutsherrenart, um mich der Formulierung von Ihnen, Herr Engelmeier, zu bedienen. Ein weiteres Beispiel für das Auseinanderklaffen von erklärtem Willen für mehr Bürgerbeteiligung und tatsächlichem Handeln, nämlich der Einschränkung weniger Bürgerbeteiligung, findet sich, und das ist, glaube ich, bisher noch nicht erwähnt worden, in der Änderung der Hauptsatzung im September 2018. Da wurden mal soeben die Ortschaftsverfassungen zum Auslaufmodell erklärt. Sie sollen nur noch bis zum Jahr 2034 gelten. Wenn wir uns überlegen, wie lange und wie aufwendig Planungsprozesse in dieser Zeit ablaufen, ist das sozusagen schon übermorgen. Dieser Beschluss führt dazu, dass im Anschluss die Ortschaften in die umliegenden Stadtbezirke eingegliedert werden. Dort haben sie aber eine viel, viel geringere Bedeutung nur noch, als vorher, als sie in der Ortschaft die Beschlüsse fassen konnten, die auf einer gewachsenen Identität beruhen, in denen eine Bürgerbeteiligung aufgrund der geringeren Einwohnerzahlen, der Überschaubarkeit, geringerer Entfernungen möglich war und ist und ja heutzutage auch praktiziert wird. All dies haben sie abgeschafft. Sie haben genau das Gegenteil bewirkt von Subsidiarität, Bürgernähe und Bürgerbeteiligung, die Sie jetzt aber fordern. Mit einer Satzung, die Herr Dr. Brauns als bürokratisches Monstrum bezeichnet hat. Wenn Sie in dieser Weise Bürgerferne unter Beweis stellen, dürfen Sie sich nicht wundern, dass dann der Vorwurf der Scheinheiligkeit aufkommt, insbesondere dann, wenn Sie auch noch das Ganze in eine sehr bürokratische Satzung gießen wollen. Es findet also hier kein Paradigmenwechsel statt, sondern leider eine Fortsetzung unguter Politik. Was wir brauchen, ist der politische Wille, der klar erkennbare und geäußerte politische Wille, die Meinungen der Bürger ernst zu nehmen, wenn sie geäußert werden, in welcher Form auch immer sie geäußert werden, auch wenn der Inhalt der Meinungen der eigenen vielleicht nicht immer entspricht. Was wir nicht brauchen, sind zusätzliche Regelungen für ein zusätzliches Instrument der Bürgerbeteiligung, wenn das vorhandene Werkzeug der Bürgerbeteiligung nicht genutzt oder gar abgeschafft wird. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Gegge. Sehr geehrter Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen, Herren und Diverse. Auch in dieser aktuellen Stunde hat wieder weniger was mit Aktualität zu tun. Es ist vielmehr Wahlkampfgeplänkel. Die Thematik Bürgerbeteiligungssatzung, welches heute noch als weiterer Tagesordnungspunkt 8.4 behandelt wird, beschäftigt den Stadtrat seit über 10 Monaten. Aber da wir nun hier bereits darüber sprechen, fällt die Debatte beim besprechenden Tagesordnungspunkt hoffentlich etwas kürzer aus.
Der interfraktionelle Antrag von den Grünen und der SPD wurde bereits am 4. Mai 2018 eingereicht. Es folgte im Oktober 2018 ein Ersetzungsantrag. Der Antrag ging durch alle Orts- bzw. Stadtbezirksbeiräte sowie Ortsräte. Durch die Ausschüsse für Petition und Bürgerbeteiligung, für Finanzen sowie den Ausschuss für allgemeine Verwaltung, welcher die Federführung innehatte und den Antrag in seiner Beschlussempfehlung letztlich am 28. Januar 2019 abgelehnt hat. In der vergangenen Stadtratssitzung wurde der Antrag dann durch den Einreicher vertagt. Demzufolge haben wir eine ganz klare Lüge vom Herrn Lichti definiert, der vorhin sagte, es wäre die erste Möglichkeit, es hier zu behandeln. Nein, dem ist nicht so. Um das Thema heute mittels einer aktuellen Schulung noch mal aufzuwärmen, wir haben ja Reden vom Wahlkampfgeplänkel. Ich wiederhole, aktuell ist in diesem Antrag der Bürgerbeteiligungssatzung gar nichts. Aber Ihr Anliegen, dem Bürger zu suggerieren, Sie würden sich im Vorfeld der Kommunalwahl am 26. Mai als bürgernahe Verfechter für mehr Bürgerbeteiligung einsetzen. Diesem Anliegen wollen Sie mit dieser Aktuellen Stunde nochmal nachkommen. Ihr erster Vorstoß für eine neue Bürgerbeteiligungssatzung umfasste eine Begründung und Erklärung von 37 Seiten. Wenn Sie solch eine Papierwust zur Bürgerbeteiligung, ja sogar zur gewünschten stärkeren Bürgerbeteiligung als bürgernah empfinden, dann haben Sie einfach nicht verstanden, wie Politikverdrossenheit entsteht. Beim Ersetzungsantrag haben Sie das Ganze dann auf immerhin 10 Seiten zusammengeschrumpft. Es bleibt jedoch ein Bürokratiemonster, welches die Bürger eher verschreckt, als ihn zum Mitwirken einlegt. Demzufolge erreichen Sie das ganze Gegenteil. Selbst wenn Sie darin Online-Debatten, eine Bürgerwerkstatt oder Jugend- und Kinderbeteiligungsverfahren fordern. Die derzeitigen Regelungen, welche in der Hauptsatzung für Petitionen, Einwohneranträge und Bürgerbegehren zugrunde gelegt sind, mögen nicht perfekt sein, aber sie sind klar ausreichend und vor allem rechtssicher. Wie sehr Sie sich für Bürger interessieren, zeigen Sie, wie oft Sie sich dem Votum der Stadtbezirksbeiräte folgen. Stimmen diese Ihren Anliegen zu, feiern Sie das, indem Sie sagen, oh, wie toll wir das hier doch machen. Wenn Sie ein anderes Votum haben, wird es einfach nur ignoriert. Ein paar kleine Hinweise noch. Wir hatten heute gehört, knappe Mehrheitsentscheidungen. Rot-Rot-Grün hat fast alles, was Sie gemacht haben, mit knappen Mehrheitsentscheidungen durchgedrückt. Dann haben wir das Gehetze. Herr Treves, habe ich fleißig gehetzt? Ich bin gespannt, wie die nachher schön twittern werden. Ich lese da mal nach. Und Bürgerentscheide. Wir hatten das bereits die Möglichkeit gehabt, Bürgerentscheide auf den Weg zu bringen durch Ratsbegehren. Stichwort Fernsehturm. Das wollten Sie nicht. Ganz einfach. Und im Grunde genommen kann man diesen Antrag oder Ihr gesamtes Handeln in dieser Sache kann man mit einem Wort bezeichnen und erklären. Heuchelei. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde zur Aktuellen Stunde für die Bürgerfraktion, Herr Bartels. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Mitglieder des Rates, werte Zuhörer, Bürgerbeteiligungssatzung ist zwar kompliziert, aber die ist wichtig, notwendig, damit alle Bürger ihre Rechte wahrnehmen können. Aber was mir darin fehlt, ist einfach das Wort Rechte der Minderheiten stärken. Und warum ich diese Aussage so treffe, das will ich mal kurz berichten. Da wurde mal vor vielen Jahren in Niederwarta, zwischen Niederwarta und Radebeul, eine Brücke gebaut. Als diese Brücke gebaut wurde, hat es viele Bürger gegeben, die sich gewünscht haben, wie die Fortsetzung dieser Brücke aussehen soll. Ich habe mit einigen gesprochen und es war keiner dabei, der gesagt hat, ich habe das Gefühl, dass mein Schreiben irgendwo etwas bewirkt hat. Alle waren der Meinung, dass es irgendwo im Papierkorb gelandet. Die Stadt Dresden hat dann gesagt, hier muss eine Lösung her. Das Land Sachsen hat das aufgenommen und hat versucht, 2003 die B6 neu in den Bundesverkehrswegeplan hineinzubekommen. Das ist nicht gelungen. Das Land Sachsen hat dann erneut einen Antrag gestellt, um die B6 neu in den Bundesverkehrswegeplan hineinzubekommen. Das ist gelungen mit der Aussage, 2046 Bürger werden von der B6 neu entlastet. Und neu belastet oder direkt betroffen, 0 Bürger. Ich kann Ihnen sagen, ich war verwundert darüber, dass eine solche bewusste falsche Aussage von einem SPD-geführten Ministerium getroffen wurde. Und ich halte das in einem Rechtsstaat wie unserem für untragbar und nicht hinnehmbar. Die B6 wurde trotzdem in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Und dann hat es Bürger gegeben, die gesagt haben,
gut, wenn die drin ist und Bürger entlastet werden, wir nehmen das hin, aber wir wollen, dass die Planung, die dort besteht, dass die Belastung für uns betroffene Bürger minimiert werden. Etwa 500 Bürger haben das unterschrieben oder mehr als 500 Bürger haben unterschrieben, B6 neu errichten lassen, aber mit Minimierung der Belastung für uns, die wir davon betroffen waren. Und betroffen sind viele Bürger. Ein Haus muss abgerissen werden, ein Wohnhaus muss abgerissen werden, viele Grundstückseigentümer müssen Teile von ihrem Grundstück abgeben. Und das hat man gewusst, als man eine solche Planung gemacht hat. Nun ist die Planung fertig und am 13. November in der Ortschaft Kossebaude vorgestellt worden. Das war interessant, das hat man nur im kleinen Rahmen gemacht, damit ja nicht viele Mitglieder dort sind und dort teilnehmen können. Kernaussage ist, die Minimierung, die die Bürger wollen, die machen wir nicht, sondern wir erhöhen die Belastung für die Bürger, die B6, die entlang der B6 neu wohnen. Und dazu zwei Beispiele. Vom Land Sachsen wurde in den Antrag zur Aufnahme der B6 in den Bundesverkehrswegeplan gesagt, wir wollen dort in Kossebaude einen 350 Meter langen Tunnel haben, um die Bürger zu entlasten und vor allen Dingen um die Schule, die dort ist, um die nicht mehr zu belasten. Die Deges, die die Planung macht, sagt, die Brücke ist viel zu teuer, wir machen bloß einen Tunnel. Also das heißt, erhöhte Belastung für die Bürger, die dort wohnen. Zweiter Punkt, an der Straße am Unfeld hat das Land Sachsen gesagt, wir bauen einen Tunnel für die Fußgänger, weil der Bahnübergang dann ja auch weg muss. Die Idee gesagt, Tunnel ist viel zu teuer, wir bauen jetzt eine Brücke und über diese Brücke müssen Kinder der 1. bis 4. Klasse über diese 7 Meter hohe Brücke gehen, um zur Schule zu kommen. Das ist sowas von abwegig, das kann nicht sein. Die Bürger stehen nur vor dem Problem und sagen, wie gehen wir damit um? Sie wollen die B6 neu errichten lassen, damit so früh wie möglich die Bürger entlang der B6 alt entlastet werden von den Belastungen, die dort sind. Aber sie wollen die Belastungen, die nicht vermeidbar sind, die wollen sie tragen. Aber die wollen Belastungen, die vermeidbar sind, die wollen sie nicht tragen. Also Minderheiten stärken, das ist wichtig. Und wir werden in diesem Sinne erstmal dieser Vorlage zustimmen und hoffen, dass dann die Belastungen, die die Bürger hinnehmen müssen, oder dass die Rechte der Minderheiten, dass die dann deutlich gestärkt werden. Danke. So, damit wäre die zweite Aktuelle Stunde des heutigen Tages beendet und damit der Tagesordnungspunkt 3. Wir kommen wie bei der Tagesordnung verabschiedet.